wieder dieser Druck auf den Augen. Ich kann die Beine nicht bewegen, mein Gesicht ist taub. Als ich zusammenbrach, wartete das Licht auf mich, fing mich auf und legte mich hin. Jetzt sammelt es sich zu meinen Füßen und beobachtet mich. Die Drucker spucken seitenweise Nullen aus. Es hat auch Angst. Alles wird gut. Ich pass auf dich auf. Es ist allein. Es hat Angst. Es ist so weit gereist. Alles okay. Ich kann dir helfen. Wir können jetzt zusammen sein. 10 Sekunden bis zur Signalfunktion. Wir können zusammen sein. 3 Sekunden. 2. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Wirklich? Tja, es tut mir leid, wenn wir ihren hohen Ansprüchen nicht entsprechen können, Dr. Collins. Vielleicht gibst du uns gewöhnlichen Menschen mal eine Chance. Was? Gewöhnliche Menschen wie Lizzie Graves? Hast du wirklich geglaubt, ich erfahre das nicht? Frank hat es mir erzählt. Hast du vergessen, dass es in diesem Drecksloch einen Menschen gibt, der mit dir spricht? Kate, es war nur ein Drink. Vergiss es, Steven! Verdammt doch. Kate, warte doch! Du! Was mit dir verlobt, Steven? Du hättest sie fast geheiratet. Oh, komm schon, es war nur ein Drink. Warum zum Teufel hast du mich dann angelogen? Weil ich wusste, dass du sauer wirst und wir am Ende streiten. Du musst dich auf das Ereignis heute Abend konzentrieren. Oh, du hast mir also einen Gefallen getan. Wow, hab ich glatt vergessen, mich bei dir zu bedanken. Behandle mich nicht wie eine Idiotin! Du überreagierst. Ich weiß, du bist gestresst. Lass es. Nicht kaputt machen. Kate. Kate, komm schon, das ist doch verrückt. Als ich klein war, fand mein Dad einen Fuchs. Er war angefahren worden und konnte nicht mehr laufen. Meine Mutter ist natürlich ausgeflippt. Und er musste ihn in den Schuppen tun. Da war er schon dabei, uns zu entgleiten. Er verbrachte Stunden bei diesem Fuchs.
erzählte ihm von Italien und den Dörfern, die sie zerbombt hatten. Ich war eifersüchtig, glaube ich, dass der Fuchs mehr von meinem Dad hatte als ich. Aber er lag im Sterben, das war klar. Also habe ich mich eines Tages mit einem Sandwich zu ihm geschlichen. Ich war erst 8. Er hat mich gebissen. Ich erinnere mich an die Wut, den Schreck, den Schmerz. Ich lief schreiend durch den Garten ins Haus und meine Mutter bekam Panik. Ich hätte Tollwut. Mein Dad schlug ihn mit einem Schaufel tot. Später fand ich ihn weinend. Er wusste es nicht, Sohn, sagte er. Er wusste nicht, dass er dir wehtut. Er ist nur ein armes, dummes, sterbendes Tier. Es weiß nicht, dass es uns wehtut. Oh Gott, hilf uns. Es hat das Tal verlassen. Jetzt ist es überall. 3 Stunden ist es her, dass die Flieger hier waren. Ich habe niemanden über Kurzwelle erreichen können. Langsam glaube ich, dass ich mich ganz furchtbar geirrt habe. Tun lassen, von denen ich nie dachte, dass ich dazu fähig bin. Aber wenn du glaubst, ich komme mit dir. Kate? Warte, halt! Kate! Hier spricht Catherine Collins. Ich weiß nicht, ob dies jemals jemand hört. Es ist alles vorbei. Nur ich bin noch übrig.
Im Flugzeug hatte sich Steven zu mir gebeugt und aus dem Fenster gezeigt. Da unten, sagte er, ist zu Hause. Alles, was ich sah, waren farbige Flecken. Ich glaube, bis zu diesem Moment wusste ich nicht, dass das eine das andere so vollständig beinhalten kann. Ich habe einen Schmetterling beobachtet, der im Sonnenlicht tanzte. Sein ganzes Leben verpackt in einen einzigen Tag. Ein Wimpernschlag zwischen der Ebbe der dunklen Gezeiten. Ich lag da mit dem Muster um mich herum und ich erkannte das Unvermeidliche. Die Notwendigkeit der Anwesenheit durch Abwesenheit. Die ständige Veränderung. Ich weiß, dass es keinem wehtun wollte. Ich will erklären, warum Lizzie mit ihrem Kind fortgehen wollte und wieso es falsch war, sie aufzuhalten. Ich will erklären, dass vieles, was es getan hat, falsch war. Es zeigt mir Steven und Lizzie zusammen. Und ich freue mich für sie. Frank läuft mit Mary über seine Felder. Wendy und Edward sind gemeinsam in den Gärten ihrer Liebe. Jeremy hat endlich seinen Frieden mit Gott gefunden. Alle sind glücklich, weil sie zusammen sind. Ich verstehe es jetzt besser. Es sammelt einfach Zeit. Schmetterlinge. Ich habe gesehen, wie sich das Muster neigte und die Zeit fast anhielt.
Ich habe gesehen, wie die Flamme aus Stevens Hand sprang und die Zeit stillstand. Für immer. Ich sah in sein Gesicht. Und in der letzten Sekunde glaubte ich fast, er hat mich gesehen. Er war nicht ängstlich oder wütend. Ich erinnere mich an sein Gesicht. Wie damals, beim ersten Mal. Als er morgens ganz früh aufwachte und noch völlig verschlafen sagte, ich liebe dich. Und ich liebte ihn, als er ins Feuer ging. Ich ließ ihn gehen, weil ich noch nicht bereit war, ihm zu folgen. Wir haben uns an diesem Ort an die Zeit geklammert und das Licht am Boden gehalten, weil wir vor der kommenden Dunkelheit Angst hatten. Aber jetzt wissen wir, dieses Klammern an das Licht ist nicht das Leben. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, mir das Licht einer Million toter Sterne anzusehen, ohne diese Tatsache zu verstehen. Das Licht, das wir ausstrahlen, überdauert den Tod. Das Muster unseres Lebens baut eine Brücke über die Dunkelheit. Es streckt sich aus dem Schatten des Turms heraus über das Observatorium und das Tal und verschlingt die Welt. Alles ist jetzt Licht geworden. Alles ist zur Ruhe gekommen. Die Welt ist durchzogen von den Spuren, die wir hinterlassen. Unsere Präsenz ist überall. Die Brücke zwischen unseren Geschichten. Diese Welt hat existiert, bevor wir herkamen, und sie wird uns überleben. Auf den leeren Feldern und in den Häusern leuchten unsere Spuren, und andere werden in dem Licht tanzen, das wir ausstrahlen. Wir können gelassen gehen, ohne Angst, in dem Wissen, dass alles weitergeht. Das Ende kommt jetzt. Ich habe keine Angst. Wir haben einander. Wir waren von ihnen getrennt. Wir verstehen jetzt unser Versagen, sie zu berühren, dazu zu gehören. Aber das ist jetzt egal. Alle sind weg. Und wir werden zu ihnen gehen. Wir werden getrennt geboren.
Treibholz an den Ufern eines endlosen dunklen Ozeans. Und die Strömung wird uns schon bald davontragen. Aber in der Zwischenzeit, an einem einzigen Tag leben, diesem Tanzen in einem Sonnenstrahl, finden wir, was uns fehlt. Die Liebe, die uns ganz werden lässt, die in uns wohnt. Jeder findet sein Gegenstück. Dieses Muster ist meins. Come to rest. The end has come and I am home.
Thank you.